Vielen herzlichen Dank, Hans-Jürgen Jacobs. Wir werden auch, glaube ich, gleich in die Diskussion einsteigen, weil jetzt ist schon Feuer da. Wenn Sie schon sagen, dann lassen wir es. Ja, würde ich sagen, oder? Genau, wir wollen also darüber jetzt gleich ein kleines bisschen diskutieren und wir können schon mal rübergehen. Und ich freue mich auf unsere weiteren Diskutanten, zum Beispiel über Ulrike Simon. Sie ist schon seit vielen Jahren, begleitet sie die Medien kritisch. Sie war Ressortleiterin Medien beim Tagesspiegel, Reporterin der Weltgruppe. Seit 2009 ist sie freie Autorin, an keinen Verlag mehr gebunden. Vielleicht hat das auch große Vorteile. Hauptsächlich schreibt sie für die Berliner Zeitung, die Frankfurter Rundschau und das Medienmagazin. Herzlich willkommen, Ulrike Simon. Angekündigt hatten wir Nils Minkmar, den designierten Chef des Feuilletons der FAZ. Der musste leider absagen, aber wir haben, glaube ich, tollen Ersatz gefunden. Und zwar Brigitte Baetz, sie ist auch freie Autorin, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Medienthemen und moderiert einmal in der Woche 30 Minuten, knapp 30 Minuten, ne, das Magazin Medium und Markt beim Markt und Medium, falsch rum. Markt und Medium beim Deutschlandfunk. Herzlich willkommen. Jörg Wagner ist ebenfalls freischaffender Journalist mit Schwerpunkt Medien. Er moderiert bei Radio 1 Brandenburg das Radio 1. Hier sind Sie, ich suche Sie schon die ganze Zeit. Medienmagazin, schön, dass Sie da sind. Und Medienjournalismus lässt sich heute natürlich nicht mehr diskutieren ohne online. Herzlich willkommen. Christian Mayer, er ist stellvertretend da für Georg Altrogge, der auch leider absagen musste. Er ist der stellvertretende Chefredakteur von Media, die ja nun seit 2008 das interessierte Fachpublikum und vielleicht auch noch darüber hinaus viele Leser mit Informationen über die Medien versorgen. So, steigen wir ein. Herr Mayer, mal eine sehr profane Frage. Wer wird Nachfolger von Wetten, dass? Ja, die Million-Dollar-Question. Der nichts anderes zu tun hat im nächsten Jahr, ich weiß es noch nicht, kann ich Ihnen nicht beantworten, die Frage. Da müssen wir noch im Sinne von dem, was Hans-Jürgen Jacobs eben gesagt hat, noch mehr recherchieren. Frau Simon, wieso interessiert das die Medien derartig, die Medienseiten im Moment? Es gibt ja scheinbar kein anderes Thema mehr. Na doch, es gibt schon noch andere Themen. Also wer Zeitung jeden Tag aufschlägt, sieht, dass es durchaus noch andere Themen auch auf den Medienseiten gibt. Aber es ist ja klar, dass Wetten, dass als die publikumsstärkste, attraktivste Unterhaltungssendung, einzige große Unterhaltungssendung am Samstagabend, so ein Interesse erregt. Es gibt wahrlich natürlich auch andere und sicherlich auch relevantere Themen, aber das ist ein Thema, das jeden irgendwie beschäftigt, weil jeder weiß, was Wetten, dass ist und was damit anzufangen weiß. Und Thomas Gottschalk einer der wenigen und letzten Dinosaurier ist. Auch ein Thema, Entschuldigung, wenn ich da noch unterbreche, das muss man nicht recherchieren, da kann man einfach ein paar Namen in die Runde werfen. Und es ist einfach ein einfaches Thema, was weder den Produzenten noch den Konsumenten überfordert. Herr Wagner, was verrät das über unsere Branche, dass uns das so beschäftigt? Weil ich meine, man könnte ja auch sagen, Gott, ja, wir werden es schon erfahren. Das erklärt, dass Fernsehen ein Massenmedium ist und Zeitungen auch Massen bedienen wollen und glauben, erkannt zu haben, dass in der Frage, wer wird Thomas Gottschalks Nachfolger, Aufmerksamkeit generiert werden kann. Mehr aber auch nicht, glaube ich. Also es ist nicht Boulevardisierung oder es ist auch nicht das Nichtbeschäftige mit anderen Themen. Es ist eine wichtige Frage, zugegebenermaßen, weil er die größte europäische Fernsehshow macht. Das ist, finde ich, nicht unwichtig. Zumal er so oft gescheitert ist in seinem Leben, wie Herr Jacobs ja gesagt hat, und jetzt bei der ARD also da so eine Art Comeback versucht. Und das, ich finde, das zu hinterfragen ist auch ganz interessant. Haben Sie das Gefühl, Herr Jacobs, dass es hinterfragt wird, oder haben Sie das Gefühl, dass ich will jetzt auch nicht zu lange auf Thomas Gottschalk rumreiten. Im Augenblick ist es, glaube ich, ein bisschen Comedy. Ist, glaube ich, ein bisschen Print-Comedy, weil da alle möglichen Kombinationen ausgerufen werden. Marianne und Michael könnten es doch machen. Oder aber es wird jetzt zitiert, Helmut Schmidt, der sagt, er kann es. Steinbrück. Also es ist im Augenblick ein bisschen Spaß. Für den Sender natürlich nicht. Der hat sich das wahrscheinlich etwas anders vorgestellt.
Frau Simon, kann ich als, sagen wir mal, allgemein gebildeter Bürger, der sich auch ein bisschen für Medien interessiert, davon ausgehen, dass wenn ich regelmäßig Medienseiten der Zeitungen lese, dass ich dann auch verstehe, worum es in den Medien geht und auch mitkriege, was momentan wirklich wichtiges Thema ist? Das kommt ganz drauf an, welche Medienseite das man liest. Zum Beispiel die der Berliner Zeitung, da ist man durchaus einigermaßen dann informiert, ja, um mal ein bisschen Eigenwerbung zu betreiben. Der Medienjournalismus ist sehr fragmentiert mittlerweile. Also es gibt, man muss sich sehr sowohl im Netz als auch durch die Zeitungen und Zeitschriften bewegen und sehr viel lesen und sich zusammensuchen, um dann wirklich ein Bild zu haben. Womöglich sage ich das auch aus der professionellen Perspektive heraus. Also es gibt bei Media bestimmte Themen, bestimmte Artikel, wo ich auf ein Thema gebracht werde. Es gibt in der Süddeutschen mal einen Artikel, wo ich denke, ja, das ist auch also ein Thema. Aber es ist, man muss sich schon alles sehr zusammensuchen, das ist richtig. Aber je nachdem, was für eine Medienseite das man liest und wie ernsthaft der Medienjournalismus bei einem Blatt betrieben wird, kann man sich durchaus darüber sehr gut informieren, was in den Medien passiert, ja. Frau Beetz, warum braucht denn eine Zeitung überhaupt eine Medienseite? Herr Jakob sagte gerade, wir können es entweder gescheit machen oder lassen. Ja, das ist die Frage, weil ich denke mal, da würde ich Herrn Jakobs auch widersprechen wollen. Medienjournalismus findet ja nicht nur auf Medienseiten statt. Es findet inzwischen ja auch in der Wirtschaft statt. Ich bin ja freie Autorin und stelle fest, ich hatte noch nie so viel zu tun wie zurzeit, weil ich einfach auch von anderen Redaktionen, zum Beispiel der Wirtschaft, vom Feuilleton etc. angefragt werde, mich zu Themen zu äußern, also sei es Rupert Murdoch, sei es Presse Grosso. Also ich glaube, dass wir in Deutschland so schlecht eigentlich gar nicht dastehen mit unserem Medienjournalismus. Man muss ihn, wie Ulrike Simon sagt, halt ein bisschen sich zusammensuchen. Aber die Untersuchungen sagen ja auch, dass die Medienseiten auch wirklich schlecht konsumiert werden. Also das sind die Seiten in einer Zeitung, die mit die schlechtesten Leseraten haben. Und dann kann ich natürlich auch verstehen, wenn jetzt Ulrich Reitz war es ja von, der mal die Seiten der Rheinischen Post eingestellt hat, weil er gesagt hat, das interessiert keinen. Das ist durchaus konsequent, wenn man es jetzt von der Verlegerseite, von der Chefredaktionsseite aus betrachtet. Aber ich denke nicht, dass wir in Deutschland jetzt einen provinziellen Medienjournalismus haben. Das glaube ich eigentlich nicht. Wie gesagt, er sucht sich nur andere Wege, um sich zu äußern. Wie ist denn Ihr Eindruck? Sie gucken ja jetzt mal auf die klassischen Medien von außen. Ja, mein Eindruck ist, dass Online-Angebote wie Media, gibt es noch andere, natürlich schon ein gewisses Vakuum füllen, was sich da ergeben hat. Also eingestellt haben einige Zeitungen ihre Seiten, nicht nur die Rheinische Post, auch die Welt, auch die Zeit. Aber das war schon vor vielen Jahren und sie wird dann natürlich auch nie wieder eingeführt, denn warum sollte man das tun? Ich glaube nicht, dass die Akzeptanzwerte so schlecht sind, wie Frau Bitt sagt, aber ist erstmal ein bisschen erklärungsbedürftig, warum Medien auf einer bestimmten Seite stattzufinden hat. Das ist also sozusagen die alte Schule. Und ich glaube, dass wir schon ein Teil des Grundes, warum wir das gestartet haben, online ohne Printanbindung und warum es zu funktionieren scheint, ist, dass es eine Nachfrage gibt und die wird halt dann erfüllt. Also das spricht ja dafür, dass die klassischen Medien das Informationsangebot, was Medien angeht, zumindest nicht 100% mehr ausfüllen. Aber das Informationsverhalten der Leser ist natürlich auch anders geworden. Viele junge Leser, die sich über Medien interessieren wollen, die schauen erst gar nicht auf eine Medienseite. Die wissen vielleicht noch nicht mal, dass es eine Medienseite gibt. Welchen Stellenwert hat denn Medienjournalismus wirklich? Bei Ihnen jetzt zum Beispiel. Sie machen eine Stunde Programm am Samstag, ne? Also ohne jetzt mich selbst zu loben, ich war selber überrascht, als ich die Medienanalyse letzten August mal durchgekämmt habe. Ich wollte eigentlich mein Konkurrenzumfeld wissen und habe festgestellt, dass ich Marktführer bin mit der Sendung. Also wer hier in Berlin und Brandenburg am Samstag zwischen 18 und 19 Uhr Radio hört, hört in der Masse Radio 1 mit 107.000 Hörern. Das ist mehr als das Olympiastadion fast. Dann kommt erst BB Radio mit 105.000 und dann kommt erst RTL unterhalb der 100.000. Und ich denke, dafür, dass ich ständig auch das Format verletze, also nicht genügend Musik spiele, ist der Stellenwert in der Akzeptanz
besser kann er nicht sein. Innerhalb des Senders, also des Rundfunk Berlin-Brandenburgs, war man dann 2005 dann so angetan, dass man gesagt hat, das ist Perlen vor die Säue, in Anführungszeichen. Wir verwerten das jetzt nochmal nach im Inforadio. Also es rotiert immer nochmal eine kompakte Version am Sonntag, so 6 bis 8 Mal, je nachdem, ob Sport einen Stellenwert hat oder nicht. Also ich kann mich ehrlich gesagt nicht beklagen, was die Aufmerksamkeit anbelangt und auch nicht, was das Setzen von Themen anbelangt. Also ich muss nicht Thomas Gottschalk machen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Es sind eher so eine knochenharten Themen wie Leistungsschutzrecht oder 15. Rundfunkänderung Staatsvertrag oder Frequenzbereichszuweisungsplanverordnung. Das sind Wörter, bei denen würden Sie sofort abschalten. Aber mein Ehrgeiz ist es eigentlich, das so ein bisschen transparent zu machen. Also Herr Jacobs, wenn ich die Berliner Zeitung lese, bin ich gut informiert. Wenn ich Media lese, habe ich auf jeden Fall noch mehr Zusatzinformationen und Radio Berlin-Brandenburg wird auch verfügbar. Es gibt anscheinend doch kein Problem. Ich habe ja davon gesprochen, dass ich keine Empirie dabei habe, sondern nur meine subjektive Wahrnehmung oder auch das, was man ein bisschen erfährt im Gespräch mit Politikern, Beratern, auch mit Mitarbeitern in Medienunternehmen. Ich meine, klar, es findet da viel statt, aber was Sie sagen, ist ja gerade auch eigentlich ein Alarmzeichen, wenn dieses Thema so diffundiert, wenn das überall zu finden ist, ja, und da auch gut gemacht ist, warum braucht man da Medienseiten? Die müssen ja für etwas stehen. Und das muss eine Marke sein, auf die man sich verlassen kann. Dass die das kann man doch auch, Entschuldigung, die Themen, wenn man die woanders liest, sind sie doch genauso relevant, wie wenn sie auf der Medienseite stehen, oder? Ja, klar. Aber dann könnte man auch sagen, okay, das habe ich ja gesagt, die eine Alternative besteht. Wir haben da Spezialisten in der Wirtschaft, Feuilleton vielleicht und in der Politik und die machen das dann. Und ein bisschen Fernsehberichterstattung gehen wir zu einem Fernsehprogramm. Nein, das ist auch ja nicht, ein Modell. Nein, das war nicht das, was ich gemeint habe. Es geht ja darum, dass es trotzdem Fachjournalisten natürlich gibt, die aber für verschiedene andere Stellen schreiben. Das war mein Gedanke. Die Gefäße sind immer anders, aber es ist immer noch Medienjournalismus. Ja. Weil auch Medien, das ist ja auch so ein schwammiger Begriff. Also was, da kann man ja alles mitmachen. Also was mit Medien heißt ja nicht umsonst, ich sag mal, so eine gängige Floskel, was man werden will. Ne? Also irgendwas mit Medien. Und das ist vom PR-Menschen bis hin zum Medienkritiker ja alles. Ja, aber spielt sich das alles wirklich auf den Seiten ab? Und Pressekrosso, das ist, glaube ich, so ein Thema, das gehört auf die Medienseite. Was hat es da in der Wirtschaft verloren? Sondern das ist wirklich jetzt ein Thema, wo vieles zusammenkommt. Bei Medienseiten ist es so, das ist Wirtschaft, das ist Politik, ja, das ist ein bisschen Kultur. Und das ist hier so ein Thema, das muss man da aufbereiten. Ich glaube, weil Sie mit den schlechten Umfragewerten da argumentieren, ich glaube, dass die Leute, die Bürger, ein großes Interesse danach haben, auch ein Misstrauen, was bei den Medien passiert. Und die wollen eine Anlaufstation haben, die sich mit diesen Problemen beschäftigen und die aufbereiten. Und das ist eine Sache des Vertrauens. Und für dieses Vertrauen können eben Medien auch werben, wenn sie das gut machen, wenn sie ihre Unabhängigkeit da beweisen. Wenn sie aber hier Schwächen zeigen, dann lässt das große Rückschlüsse auf das Ganze zu. Ich glaube, eins kurz dazu sagen darf, das eine Thema, über das wir diskutieren können, sind die Strukturen. Also brauchen wir weiter klassische Medienseiten oder ist das obsolet in einem Zeitalter, wo im Internet eh alles atomisiert wird und für jedes Thema, ob nur Nische oder großes Thema, es ein eigenes Angebot gibt. Das andere sind die Inhalte und ich glaube, das waren aber die wesentlicheren Punkte, die ich den 20 Thesen entnommen habe. Der Generalvorwurf ist ja, wir werden zu flach, wir sind so flach, genau, wir trauen uns jetzt an nichts dran. Da wollte ich jetzt auch mal drauf hinaus, Frau Beetz. Herr Jacobs hat gesagt, es gibt im Prinzip kein Thema, was Medienjournalisten in letzter Zeit quasi Agenda-Setting gesetzt hätten. Was ist denn wahrgenommen worden? Fällt Ihnen eins ein? Das denke ich jetzt so nicht unbedingt. Ich kann Ihnen jetzt kein spezielles Thema nehmen, aber ich denke, das Problem, das ist ja kein Problem des Medienjournalismus, das ist ja ein Problem des Journalismus insgesamt. Dass der Journalismus insgesamt immer mainstreamiger geworden ist, dass er immer mehr verflacht. Das ist ja. Aber jetzt mal ganz konkret, wenn Sie jetzt ein Thema haben, haben Sie das Gefühl, Sie können darüber berichten und können und das findet auch Widerhall? Ja, denke ich schon, denn alle. Interessant ist ja immer, wenn wir Leserbriefe, Hörerbriefe, besser gesagt, kriegen, dann kriegen wir die meisten darüber, wenn wir darüber berichten, dass die Medien nicht mehr differenziert berichten, dass sie immer nur noch eine Meinung kanalisieren, Stichwort ein bisschen Neoliberalismus zum Beispiel, dass sie uns schreiben und sagen, endlich sagt es mal einer, wir brauchen in Deutschland gar keine Zensur, sondern wir haben eine Gleichförmigkeit der Presse, die gar nicht unbedingt erzwungen werden muss,
Ja, das ist zum Beispiel eine Sache, wo wir darüber berichten immer wieder und wo es unglaublich viel Bedarf anscheinend bei den Hörern gibt, darüber wirklich zu reden und zu sagen, und das ist aber eine Sache, die dann den ganzen Journalismus betrifft und nicht den Medienjournalismus. Frau Simon, haben Sie das Gefühl, man kann ein Thema setzen? Oder ist man dann einfach auch verloren mit einem Artikel in einer Zeitung? Ich fühle mich insofern auch, ehrlich gesagt, in vielem überhaupt gar nicht angesprochen. Allein eingangs die beiden Reden, da fiel, dass also Medienjournalisten zahnlos seien, dass wir einsam seien, dass wir schlecht bezahlt sind, dass wir sowieso einen ganz schlechten Job machen. Ich sehe diesen Pessimismus überhaupt nicht, zumindest kann ich so pessimistisch nicht sein. Mir geht es ehrlich gesagt sehr gut. Und arbeite sehr gerne und merke auch, dass es durchaus Widerhall findet. Ein Beispiel, ich gebe zu, das wurde von anderen Medienzeiten nicht wirklich dann auch weiterverfolgt, aber beispielsweise hatten wir in der Berliner Zeitung und in der Frankfurter Rundschau mehrere Artikel dazu, weil wir erfahren hatten, dass die Bild-Zeitung eine Kampagne plant gegen die ARD. Und die ARD wiederum nur den Start abwartet dieser Bildkampagne, um selbst dann gegen die Verlage, gegen die Bild, gegen Springer Sendungen und Beiträge zu lancieren, sowohl im Radio als auch im Fernsehen. Das Ganze, der Anlass des ganzen Streits war die Tagesschau-App, gegen die 8 Verlage, unter anderem Springer, klagen. So, als ich das geschrieben habe und öffentlich gemacht habe, hatte das zur Folge, dass nicht nur die Bild verzichtet hat auf diese Kampagne, sondern auch die ARD hat verzichtet auf all diese Sendungen und Beiträge. Und mir waren viele Wellenchefs und insbesondere Redakteure und freie Journalisten dankbar, dass sie nicht als verlängerter Arm der Pressestelle der ARD diese Kampagne betreiben mussten. Und glauben Sie, das war jetzt eine Berichterstattung für die Journalisten oder glauben Sie, dass die breite Masse das auch verstanden hat, worum es da geht? Das hat die breite Masse auch verstanden, worum es da geht. Dass Kampagnenjournalismus betrieben wird, dass sich Medienunternehmen gegenseitig angreifen aus eigenem Interesse. Das ist etwas, was den gemeinen Leser durchaus auch interessiert, dass gerade der ARD, der ja durchaus eine Glaubwürdigkeit hat als öffentlich-rechtlicher Rundfunk, auch gerade was den Journalismus angeht, da in Versuchung gekommen ist, etwas zu machen, was nun gar nicht vertretbar ist. Und selbstverständlich war das auch für den Journalismus und die Kollegen dann ein interessantes Thema, klar, für beide. Zum Thema App und eben, also Tagesschau-App und bei Herrn Jakobs fiel eben auch das Wort Leistungsschutzrecht. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen damit vertraut sind, aber die Verlage versuchen ein Leistungsschutzrecht zu erwirken. Das sind aber Themen, wo man klassischerweise sagen muss, das sind die berühmten blinden Flecke, die Printmedien und Öffentlich-Rechtliche genauso haben in der Medienberichterstattung, weil kein Journalist fest angestellt bei einer Deutschen Tageszeitung, dessen Verlag für das Leistungsschutzrecht eintritt, dürfte sicherlich schreiben, dass er das Leistungsschutzrecht für eine schlechte Idee hält. Also da, das sind zum Beispiel so klassische Punkte, die gab es immer, die wird es immer wieder geben, wo ich schon ein bisschen Bauchschmerzen habe, wenn man sich anguckt, was dann auf der einen sowie auf der anderen Seite zu sehen oder zu lesen ist. Herr Jakobs, wäre jetzt so ein Beispiel, was auch Frau Simon gerade gebracht hat, das, was Sie erwarten von Medienjournalismus? Das erwarte ich auch. Das ist sicherlich sehr löblich. Das gehört zum Reinheitsgebot sozusagen. Also, dass sich Medienjournalisten um solche praktischen Verfehlungen kümmern, dass die aufgegriffen werden, thematisiert werden, damit auch ein bisschen der innewohnende Skandal deutlich wird und es zu Veränderungen, zu Verhaltensänderung der Akteure kommt. Das, würde ich sagen, ist mal das normale Geschäft. Also wenn irgendwie eine Raison d'être muss das Ganze hier haben. Und Journalisten sind dazu angehalten, kritisch das zu hinterfragen, was passiert, und wenn sie solche Hinweise haben, das auch aufzubereiten. Das finde ich gut, aber ich meine ja eher so das Grundsätzliche, das Nachdenken, in welche Richtung läuft die Gesellschaft, die großen Entwicklungen aufnehmen und die aufbereiten. Und Leistungsschutzrecht, das ist ja nur ein Teil. Das ist ja ein Teilproblem eines
einer großen Fragestellung, was ist das Urheberrecht im Internet noch wert? Was ist der Autor im Internet wert mit seinen Gedanken? Kann er damit rechnen, dass es dafür Geld gibt oder nicht? Ja? Wie ist das geregelt? Wie drückt sich das in den verschiedenen Medien aus? Wie ist das international? Da ist ja im Internet eine ganz neue Kultur entstanden, die da viel laxer damit umgeht. Bringt doch die Leute mal zusammen, lasst die miteinander diskutieren, macht das Fass auf, bringt Debatten rein. Ich meine nicht dieses kleine technische immer, Leistungsschutzrecht sagt Burda das und der Industrieverband sagt das andere, sondern Medien, das ist ein zentraler Teil der Gesellschaft. Wenn wir wissen wollen, wie es weitergeht in der Gesellschaft, muss man sich damit beschäftigen. Dann muss man es aber größer fassen. Und mein Punkt ist, nicht im Klein-Klein bleiben. Ich will das jetzt überhaupt nicht abwerten. Das ist gut, was ihr gemacht habt. Das muss sein. Aber es muss dann noch eine Dimension dazukommen, wenn der Medienjournalismus sui generis dann bestehen bleiben soll. Aber um eine gesellschaftliche Debatte anzustoßen, reicht, das meinte ich eben vorhin, wahrscheinlich nicht eine Medienseite in einem Blatt. Da brauchst du wahrscheinlich Schulterschluss mit mehreren, weil ein Artikel, da bist du doch einsamer Rufer. Also gibt es die Möglichkeit, Frau Beetz, sich da zusammenzuschließen? Ich weiß nicht, ob man sich da zusammenschließen muss, aber man muss schon grundsätzlich, muss sich diese Gesellschaft die Frage stellen, wie kriegt sie möglichst viele Menschen mit möglichst relevanten Themen möglichst breitflächig versorgt. Dann muss man jetzt nicht sagen, im Internet gibt es ja alles, sondern man muss ja die... Wir leben ja in einer Welt der Reizüberflutung, der Informationsüberflutung. Und die großen Debatten, das wird ja schon seit Jahren beklagt, werden ja nicht mehr wirklich geführt. Die Frage ist nur, muss man die auf die Medienseiten führen oder muss man die eben auch mit der Politik führen? Aber solange wir zum Beispiel auch in der Politik niemanden haben, der diese Anregungen, die es ja durchaus schon gibt, auch aufnimmt, das ist ja immer ein Wechselspiel. Man kann ja nicht nur in den Medien allein Debatten führen, ohne dass sich meinetwegen oder auch die Gewerkschaften da auch mit einklinken. Wird das nicht weiter so gehen? Also ich glaube nicht nur, dass das nur ein Problem des Medienjournalismus ist, sondern ein grundsätzliches Problem. Ja, aber wir sind ja jetzt gerade unter Medienjournalisten, ja, von daher könnte man auch als Medienjournalist... Ich kann nur für mich sagen, wir stellen diese Fragen in unseren Sendungen oder die ich im Deutschlandfunk jenseits unserer Markt- und Mediensendung mache, durchaus. Herr Wagner, haben Sie festgestellt, dass Sie ein Thema weiter verbreiten können? Also Hörfunk ist prinzipiell nicht geeignet, investigativ und themensetzend zu arbeiten, weil es zu flüchtig ist. Das ist leider die Krux, die wir haben. Aufgeschrieben, im Internet dann veröffentlicht, kriegt man auf einmal Beachtung. Also letztes Beispiel, in der Sendung am 12.11. bei mir gab es einen Disput, nur zum Verständnis, ein Moderator bei Fritz, dem RBB-Jugendprogramm, wurde von Henrik M. Broder beschuldigt, Antisemitismus verbreitet zu haben. Das hat sich versendet. Allerdings dann die Reaktion, als ich das verschriftlicht hatte alles, war also so, dass ich noch nie in meinem Leben mit dem sogenannten Shitstorm konfrontiert wurde, wie zu dieser Zeit. Und dann kriegt auf einmal Radio Relevanz, weil es tatsächlich gedruckt irgendwie dann doch vorliegt oder auffindbar durch Google. Da ist man dann schon ein bisschen sauer, dass man Radio macht, aber das hat dann aber auch wieder die Chance, Dinge zu machen, die sich tatsächlich versenden. Und vielleicht, ich will mal das Problem von Frau Simon mit dem Bild-Zeitungsartikel, also mit dem Artikel über die Bild-Zeitung, über die Kampagne, kurz so als Teil fürs Ganze stehen lassen. Der Medienjournalismus hat eher ein Glaubwürdigkeitsproblem. Sie hat es geschafft, mit ihrem Artikel einerseits natürlich die Branche hochzuschrecken. Ich glaube nicht, dass Döpfner deswegen darauf verzichtet hat und auch Frau Piel nicht. Aber das ist erstmal egal, wo die wahren Ursachen liegen. Sie hat auf alle Fälle vielen aus dem Herzen gesprochen, weil es sozusagen latent unter der Oberfläche darüber ja schon Kenntnis gab. Ich wusste davon, einige andere Medienjournalisten wussten davon, aber keiner hat sich getraut, sozusagen den ersten Stein ins Wasser zu werfen. Was sie allerdings geschadet hat, ist, dass sie doch so ein bisschen in ihrer Art und Weise zu schreiben Partei ergriffen hat, nämlich dann doch gegen die ARD, weil die ARD kam wirklich schlecht dabei weg, obwohl sie, ich sag mal, lediglich nur ungeschickt reagiert hat. Aber Zapp war in der Sommerpause, ich war zum Glück in der Sommerpause, zum Glück sage ich, weil das nochmal viel, viel Überzeugungsarbeit gekostet hätte, das natürlich im eigenen Hause zu thematisieren. Und das meine ich mit Glaubwürdigkeitsproblem. Der Medienjournalismus tritt heutzutage meist auf, indem man mit dem Finger auf andere zeigt und das eigene Haus nicht so transparent hält. Zapp ist da ein Vorreiter im ARD-Journalismus. Ich bemühe mich bei Zeiten immer wieder darum, das nach vorne zu schieben, merke aber auch gewisse Widerstände.
Und bei den Zeitungen findet das überhaupt, so viel ich weiß, gar nicht statt. Außer bei einer Süddeutschen Zeitung war es mal, als man nicht anders konnte, da so ein bisschen Selbstkritik zu üben. Aber das war es dann auch schon. Online findet sozusagen das Medienwatching statt. Also bildblog.de ist noch gar nicht genannt worden. Stefan Niggemeier muss unbedingt erwähnt werden. Jetzt bei Spiegel, der irgendetwas mit von dieser, ich sag mal auch, Widerstandskraft hinein bringt in den Spiegel, über gleich in seinem ersten Artikel über Spiegel, über die Spiegelproduktion Kerner zu schreiben. Das war auch, glaube ich, dann schon ein Teil seines Vertrages, auch alles schreiben zu dürfen. Aber dieser Glashauseffekt, transparent sein zu wollen, aber auch zerbrechlich zu sein, das ist das Problem des Medienjournalismus aus meiner Sicht. Ist es, Frau Simon, was Sie auch gemerkt haben in Verlagen, dass man nicht so gut zum Beispiel, also nicht nur gegen das eigene Blatt schreiben kann oder gegen den eigenen Verlag, sondern auch schwer gegen quasi eine andere Zeitung, also was Herr Jakobs vorhin als Schulterschluss oder wie auch immer genannt hat, oder auch Verbindung oder Deals? Also ich sehe mal überhaupt gar keine Probleme, gegen andere Zeitungen zu schreiben. Zum Beispiel bei dem Thema Bild ARD finde ich, von der Bild-Zeitung erwartet man nichts anderes. Ja, aber ich meine jetzt nicht immer nur die Bild, weil aber die eben, Bild eben, gegen die eben. Bild zu schreiben. Aber von der ARD erwarte ich ordentlichen Journalismus. Deshalb regt mich das umso mehr auf. Aber zu Ihrer Frage, ja, natürlich. Man hat Ihnen unterstellt, dass Sie das Geschäft der Verleger betrieben haben. Das bleibt nicht aus, dass man sich dann dieser Kritik aussetzt. Ne? Ja, manchmal hat man als Journalist wirklich einfach bloß einen eigenen Kopf, eine eigene Meinung. Das soll vorkommen und wird nicht irgendwie ferngesteuert. Aber da sind wir ja bei dem Thema Fernsteuerung, ja oder nein. Man braucht als Medienjournalist entweder einen Chefredakteur oder einen Verleger. Ich spreche jetzt als Zeitungsmensch. Entweder einen Chefredakteur oder einen Verleger, nach Möglichkeit beides. Die aushalten, dass da Medienjournalismus im Blatt betrieben wird. Die aushalten, dass wenn sie abends bei irgendeiner Party auf einen anderen Verleger und auf einen anderen Chefredakteur treffen, gegen den der Medienjournalist gerade Schlimmes oder Kritisches geschrieben hat, dass sie das aushalten, auch dieses den Kollegen dann abends begegnen, über die möglicherweise im eigenen Blatt was Negatives stand. Davon gibt es nicht viele, aber es gibt sie durchaus. Ich selbst hatte, als ich beim Tagesspiegel war, in weiten Teilen, also insbesondere wenn es um den Verlag ging, will ich gar keine Probleme. Wenn es um den Verlag ging, gar nicht. Bin dann eine kurze Zeit bei Springer gewesen und wollte ausprobieren, ob es stimmt, dass man da Journalismus betreiben kann. Habe festgestellt, nein, geht nicht. Daraufhin wurde ja in der Tat, die hatten ja auch die Medienseite abgeschafft. Also da wird sehr drauf geguckt, welches Interesse hat der Verlag und aber wird etwas geschrieben, was den Interessen des Verlages widerspricht. Aber also Frau Simon, jetzt mal als mein Eindruck, auch als Medienseitennutzer, ist mein Gefühl, das ist sicher nur ein Gefühl, es wird sehr viel über das Fernsehen geschrieben. Und es wird sehr wenig über Print geschrieben. Ja, weil sich möglicherweise auch wirklich viele Medienjournalisten das nicht trauen oder sich nicht interessieren. Es dürfte da wirklich mehr sein. Und ich würde mich da gerne auch an anderen Kollegen gerne reiben, die das auch tun. Da wird in der Tat wenig gemacht. Aber ich muss auch sagen, dass über Fernsehen geschrieben wird, dass auch durchaus viele Geschichten über Fernsehfilm, der heute Abend läuft, geschrieben wird, finde ich so dramatisch wahrlich nicht, weil das ja auch ein gewisses Publikum reinzieht auf die Medienseite, die dann aber dort auch Hardcore-Geschichten finden, die dann wirklich die Medienbranche selbst anbelangt. Aber Harald Schmidt sollte vielleicht nicht selbst über Traumschiff schreiben, über seine Mitwirkung. Das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt so attraktiv. Aber völlig richtig, die Zeitung könnten mehr über Zeitung schreiben, glaube ich auch. Aber wer soll denn über die ARD kritisch schreiben oder sich kritisch äußern? ARD hat ZAP natürlich, okay, aber was ja überwiegt, jede Intendantentagung wird groß ins Bild gebracht, es wird eher als positiv wahrgenommen, auch in Tagesschau, in solchen Sendungen. Das ist schwierig, da ist man schon darauf angewiesen, dass es von Printmedien eine kritische Begleitung absolut gibt. Die muss seriös sein, das ist der Punkt, es muss professionell sein, es muss recherchiert werden, es muss nachgefragt werden, es müssen alle Stimmen eingeholt werden, all diese Dinge
da ist vielleicht in Zeitnot, klappt das auch nicht immer so, wie es eigentlich müsste. Aber schauen Sie, was gar nicht geht, ist, dass der MDR-Intendant, der jetzt abgetreten ist, sich hingestellt hat und gesagt hat, die Welt, die sich darum ja gekümmert hat, was da los war bei diesen ganzen dubiosen Finanzvorgängen in der MDR, im MDR, wo die Gremien offenbar versagen, der sich hingestellt hat, na, das ist Kampfpresse, ja, Springer verfolgt uns. Die haben einfach nur bemüht, als Einzige hier Transparenz zu schaffen. Es geht hier um Gebührengelder, das sind die Gelder von allen. Die sind ihrer Funktion nachgekommen, ja, im öffentlichen Interesse. Und das dann so zu bashen und zu sagen, ah ja, was habt ihr, ihr bekommt, Döpfner ist gegen uns, ihr bekämpft uns und jetzt macht ihr das mit dem Journalismus. Das geht nicht. Ist aber auch andersrum schon vorgekommen. Also das haben wir auch schon erlebt, dass sich Verleger oder Chefredakteure bei uns beschwert haben. Wir wären ja so wohlbestallt und dann wär leicht zu berichten etc. Also das ist eigentlich same procedure as ever. Ist die Unabhängigkeit bei Ihnen größer? Ich denke schon, also klar, weil wir sind keinem Verlag verpflichtet, also keinem Printverlag und keinem öffentlich-rechtlichen Sender. Also wir haben diesen blinden Fleck nicht, den muss man natürlich nutzen, das kann man noch viel besser nutzen, als wir das machen, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg dahin. Was ich wollte kurz zwei Punkte sagen. A, ich glaube nicht, dass es, wenn ich als Medienjournalist für eine Tageszeitung arbeite, also ich habe 3 Jahre für die Welt am Sonntag auch geschrieben, dass es ein Problem ist, gegen öffentlich, also über öffentlich-rechtlich und das oft dagegen zu schreiben, weil das sehen die Chefredakteure sehr gerne. Also ich sehe Print eher als einen blinden Fleck. Also wenn jetzt verschiedene Zeitungsübernahmen gibt, dann ist das immer nur eine kleine Randnotiz, die große Analyse, wie die Zeitungslandschaft sich neu sortiert, gibt es nicht. Und jetzt, ich wollte, das fiel mir eben ein, nochmal an einen Fall erinnern, wo das aber ganz umgekehrt war. In Berlin kennt diesen Fall jeder. Das war, als David Montgomery den Berliner Verlag übernommen hat. Da waren plötzlich alle Medienjournalisten ganz, ganz schnell dabei. Ich habe da auch viel drüber geschrieben, diesen Verleger sagen von vorne bis hinten fertig zu machen. Er hat es teilweise auch verdient. Aber da, weil es ein Finanzinvestor aus Großbritannien war, war es ganz schnell opportun, möglichst negativ über jeden kleinen Stift, der im Verlag nicht mehr im Budget war oder so, zu berichten. Ob das bei einem deutschen Verlag, also auch bei Dumont, zu dem das jetzt gehört, zu dem der Berliner Verlag jetzt gehört, möglich wäre, das wage ich noch zu bezweifeln. Nevin Dumont wurde, als er den Verlag übernommen hat, als Retter gefeiert. Also gut, er hat jetzt die Berichterstattung hat einen großen Teil der Redakteure von Frankfurt nach Berlin verlegt. Da ist man dann wieder ein bisschen vorsichtiger. Also über Montgomery gab es auch so wahnsinnig viel Positives, wirklich nicht zu berichten. Aber was hat er im Endeffekt weshalb gemacht? Dann auch die Freude groß war, als Montgomery weg war. Ja, über andere Verlage wurde durchaus sehr viel berichtet, auch Beispiel Holzbrink, Springer, als diese Übernahme war, also als der Tagesspiegel auch die Berliner Zeitung übernehmen wollte. Da wurde ja durchaus auch sehr kritisch über die anderen Häuser, über die Konkurrenten sozusagen geschrieben. Es ist absolut möglich. Und was Dumont angeht, also ich selber, ich sage ja, man braucht entweder einen Chefredakteur oder einen Verleger, der zum Medienjournalismus steht. Bei uns funktioniert es, wir haben die Seite auch ausgebaut, wir haben eine komplette Seite, was früher nicht der Fall war. Unter Montgomery sollte die Medienseite abgeschafft werden. Und als es um das eigene Haus ging, war es ja so, dass zum einen, als ein Konflikt bei Dumont war, war es zum einen so, dass ja, man konnte durchaus sehr viel darüber erfahren, weil alle anderen ja auch darüber geschrieben haben. Und auf der eigenen Seite wurde ja auch Stellung genommen zu dem Thema, zum Beispiel durch die Chefredakteure, die einen offenen Brief sogar geschrieben haben und ihn veröffentlicht haben. Ich würde gerne jetzt nochmal auf grundsätzliche Sachen kommen, weil es ja auch heute um Grundsätzliches geht. Herr Mayer, für wen schreiben Sie? Sie meinen die Leserschaft, wer uns liest? Oder nee, für wen Sie schreiben, also Sie und Ihre Kollegen. Ich schreibe natürlich für die Branche, weil wir ein Branchenmagazin sind, das einen etwas anderen Auftrag hat als jetzt so ein Publikumsmedium. Also ich schreibe für diejenigen, die sich für die Medienbranche interessieren, beziehungsweise für sie arbeiten.
Und da wir ja im Internet zu sehen und zu lesen sind, schreibe ich natürlich auch für diesen erweiterten Kreis der Leser, die sich auch dafür interessieren, wer zum Beispiel die Nachfolge von Wetten, dass anschließt. Ich habe also, wenn ich schreibe, recherchiere, schon den Fachleser vor Augen, den etwas vorgebildeten Medienleser, aber hoffe natürlich auch, dass Texte Leser erreichen, die jetzt mit der Medienbranche, die selber nicht dort beschäftigt sind. Also sozusagen die vier, die links neben Ihnen sitzen, für die schreiben Sie. Nee, das habe ich ja nicht gesagt. Also zum Beispiel, ja, ist natürlich, Branche. Auch, natürlich, also, ja, auf, ich auf jeden sagen. Fall, natürlich, gerne. Also ich würde mich freuen, wenn die uns lesen. Und Frau Simon, für wen schreiben Sie? Ich schreibe sowohl für, also ich schreibe für ersten für die Leser der Zeitung. Also wenn ich jetzt für die Berliner in meiner Funktion als Autorin Berliner Zeitung und Frankfurter Rundschau spreche, schreibe ich für die Leser, will denen transparent machen, wie die Medienbranche funktioniert, wie eine Inszenierung beispielsweise eines Gutenbergs funktioniert, und schreibe so, dass es aber auch den Medienmenschen, also auch die Kollegen, auch die Leute aus den Medienunternehmen interessiert. Herr Jakobs, beide. Haben Sie das Gefühl, dass diese Kommunikation zwischen Menschen in der Medienbranche, die auf Medienseiten oder in Mediendiensten schreiben, und einem Publikum noch funktioniert? Es ist ja generell so, dass Journalisten sich sehr stark an Journalisten orientieren. Das gilt ja nicht nur für Medienseiten. Hier gilt es vielleicht noch besonders. Und das Problem ist, ich habe ja versucht, das auch darzulegen, dass man so eine gespaltene Zielgruppe hat. Einmal ein Fachpublikum, Multiplikatoren, und dann den breiten Kreis des Allgemeinlesers, der auch hier hinkommt. Der Reiz liegt in der Mischung, das muss dann immer gelingen, aber ich glaube, wie gesagt, dass man zu viel Fernsehthemen hier hat, zu viel Programmthemen, dass es gut täte, hier eine deutliche Trennung vorzunehmen, die Fernsehthemen zu den Programmübersichten und ansonsten eine breite Medienseite zu machen, die auch sehr stark digitale und Internetthemen hat und politische Themen hat. Und das kann man, glaube ich, so interessant machen, dass man hier auch die Leser hinbekommt, für das Publikum attraktiv ist. Frau Beetz, ja? Nee, es gilt aber wirklich jetzt nur für den Printmedienjournalismus, was Sie da sagen. Das war Print, ja. Und ich habe nicht den Eindruck, dass die Fernsehthemen dominieren. Also gerade die ganze Social-Media-Entwicklung hat das Interesse auf diese Branche derart fokussiert, dass also auch die ARD jetzt den ARD-Ratgeber Technik abgesetzt hat und ARD-Ratgeber Internet gemacht hat, dass jetzt MDR Figaro, glaube ich, heute startet mit einer Sendung über Netzkultur. D-Radio-Kultur hat eine Netzkultursendung, Breitband. Die ARD hat übrigens sehr viele Hörfunksendungen, die sich mit Medien beschäftigen. Und wenn man jeden Morgen Turi 2 liest, dann sieht man ja, wie breit, wie vielfältig Medienjournalismus heutzutage ist. Also das ist, glaube ich, ein ganz gutes Sammelbecken, um sich daran zu orientieren, wo vielleicht Defizite sind. Aber ich glaube eher, um auch nochmal auf was Grundsätzliches zu kommen, dass in der Tat völlig unterbewertet wird, wie wichtig unabhängige Agenda-Setter sind, was Medien anbelangt. Zum Beispiel EPD Medien, seit über 60 Jahren im Geschäft. Die Funkkorrespondenz, aber auch sowas, weil wir hier gerade bei der Otto Brenner Stiftung sind, die Bild-Zeitungsstudie und auch die Talkshow-Studie. Das sind natürlich Sachen, wenn die erstmal in der Öffentlichkeit sind, können sich Medienjournalisten dem nicht mehr entziehen. Und insofern halte ich es unheimlich für wichtig, dass es unabhängige Medienjournalisten in Anführungszeichen gibt, die uns auch die Arbeit erleichtern. Das ist jetzt nicht die Aufgabe, aber ich empfinde es so. Ich kann dann immer sagen, aber das ist wissenschaftlich untersucht worden. Ich möchte das Thema gerne, weil es gerade in der Öffentlichkeit diskutiert wird, widerspiegeln. Und die ganzen Bedenkenträger, die Medienjournalismus verhindern, sind dann ein bisschen kleinlauter. Ich verstehe jetzt noch nicht so ganz, warum sollte man sich dem entziehen, der Bild-Zeitungsstudie? Also ich meine, die Springer-Medien werden sicherlich nicht darüber berichten, okay, aber wäre ein souveräner Zug, wenn sie vielleicht das tun würden. Also wenn die Otto Brenner Stiftung es nicht auf die Tagesordnung gesetzt hätte, dann glaube ich, die einsame Ruhe in der Wüste ist wirklich die Sendung ZAPP, die, also ich weiß nicht, fast in jeder Sendung den Springer-Konzern irgendwie thematisiert. Aber ansonsten höre ich außer diesem Spiegeltitel nicht wirklich einen kritischen Umgang. Wenn man auch mal wieder absieht, dass jetzt gerade diese Weihrauchnacht war, wo auch Herr Döpfner mehr oder weniger überredet wurde, dort selbstkritisch was zum Besten zu geben. Aber kontinuierlich drauf zu gucken, das ist nicht Sache, glaube ich, der Printjournalisten,
also beobachte ich jedenfalls nicht. Und auch Hörfunkjournalisten gehen mehr in die Breite und verlieren dann, glaube ich, auch mal diesen wichtigen Medienkonzern aus dem Blick. Ist das etwas, was Sie auch so wahrgenommen haben? Ich sag ja, also ich glaube nicht, dass man, da bin ich ganz Ihrer Meinung, dass in den Zeitungen und Zeitschriften man sich permanent, kontinuierlich mit Pressekonzernen, mit Medienkonzernen beschäftigt. Das ist, kommt mal etwas, dann bricht es aber wieder ab. Das ist nicht verlässlich. Und dass es da eine Menge Initiativen im Radio gibt von der ARD, das finde ich gut. Und das ist sicherlich die richtige Richtung. Aber wir hatten ja gerade, weil Sie über die Otto-Brenner-Stiftung sprechen, Herr Legrand hat es ja am Anfang gesagt, zum Beispiel auch die Studie über die Talksendungen und die Informationsgehalte wurden ganz kurz hysterisch über den Streit ARD und Otto-Brenner-Stiftung, aber um den Gehalt der Studie ging es nicht. Wieso? Könnte man das wäre ja eigentlich ein Thema, was Sie, glaube ich, als gesamtgesellschaftlich wichtiges Thema, wie viel Information verbreiten wir denn überhaupt zum Beispiel im Fernsehen, was man ja durchaus diskutieren könnte. Wieso wird so ein Thema kein Thema? Ich weiß gar nicht, wen ich von Ihnen fragen soll, weil eigentlich würde ich Sie alle fragen. Also ich weiß nicht, bei uns im Deutschlandfunk war es auf jeden Fall ein Thema. Es war schon vorher ein Thema und dann die Studie haben wir dann auch nochmal aufgegriffen. Also ich kann jetzt nur aus dem eigenen Laden das so berichten. Da ist drüber berichtet worden, ob ein Thema jetzt wirklich abhebt und also wochenlang kann man ja schon nicht mehr sagen, weil es ist ja schon schön, wenn ein Thema 3 Tage lang diskutiert wird. Also die Haltbarkeit, die Halbwertszeit von Themen wird halt kürzer, aber es gibt keinen Grund, glaube ich, warum das unterdrückt werden sollte. Das hat vielleicht dann einfach an dem Tag unterschiedliche Auffassungen darüber gegeben, ob das jetzt wichtig ist oder nicht. Also ich kann das jetzt nur noch aus der Erinnerung sagen, aber ich glaube, das war interessant, das war berichtenswert, aber das war vielleicht an dem Tag gab es was anderes. Die Studie ist eine Sache, die Realität ist die andere Sache. Und jetzt laufen ja diese ganzen Talkshows, jetzt läuft ja diese große ARD-Offensive. Was gab es? Es gab ein sehr persönliches, wenig fundiertes Stück im Spiegel, der Harmlose, über Günther Jauch. Aber wo ist denn die Analyse mal aus Sicht des Medienjournalismus, was da passiert? Ja, ich meine jetzt nicht bei DWDL. Augenblick. Ich meine jetzt nicht nur die Quoten, ich meine nicht nur die Marktanteile, sondern was passiert da? Was wird da thematisiert? Wie klappt das in der Koordination? Welche Gäste sind da? All das, was in der Studie steht, ja, das runtergebrochen jetzt mal verglichen mit der Realität. Wie passiert das? Das wäre mal so ein Ansatzpunkt, ja, um sich wirklich materiell, inhaltlich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und nicht immer nur, da gibt einer was raus, eine Presseerklärung, ein Waschzettel und das wird umgehoben. Das ist nicht der Journalismus, den ich meine, sondern ich meine, dass man eigenständig auf Themen kommt, Agenda-Setting macht und jetzt hier das zum Beispiel zum Anlass nimmt, Studie, nach einigen Wochen der Talkshow-Offensive mal nachzuhalten und das mal kritisch aufzubereiten und hier mal in die Debatte reingehen. Diese Impulse fehlen und das fehlt der Gesellschaft. Ich bleib dabei. Also ich muss jetzt mal kurz aus der Rolle der Moderatorin in die Rolle der ARD-Frau schlüpfen. Als Beobachterin quasi auch innerhalb der ARD haben wir uns schon auch sehr gewundert darüber, dass es, bevor diese Talkshows losgingen, eine Flut von Artikeln gab, wie schrecklich alles werden würde und wie schwachsinnig das ist. Seitdem diese Talksendungen laufen, es nur, sagen wir mal, mehr oder weniger kritische, meistens weniger kritische Zusammenfassungen des letzten Abends gibt. Aber tatsächlich, wie Herr Jakob sagt, das große Debakel, was vorher quasi heraufbeschworen wurde, wurde jetzt gar nicht mehr beschrieben. Das ist jetzt nur. Aber ich meine, wie lange will man wirklich so ein Thema dann auch fahren? Ich meine, gibt es nicht auch wichtigere Themen, als dass die ARD sich jetzt ihre Zukunft damit ruiniert, dass sie ihr erstes Programm mit diesen Talkshows? Absolut. Absolut. Nur Sie haben es vorher auch alle so lange gefahren. Es gab ja vorher auch schon wichtige Themen. Nein, das ist klar. Aber sagen wir mal, die ARD hier reichen davon zu überzeugen, dass das Schwachsinn ist. Das ist eh schwierig und von außen noch schwieriger, als es schon irgendwie intern die Frage ist. Wir haben halt oft zum Beispiel als Mediensendung auch das Problem, dass wir ja auch nur einen begrenzten Sendezeit haben, die wir füllen müssen, aber auch schon mit diesen aktuellen Dingen zum Beispiel. Und natürlich immer wieder versuchen, eigene Themen auch zu setzen. Aber wir kriegen dann oft in dieser begrenzten Zeit, die wir haben, auch gar nicht alles unter, was wir reinbringen. Jakobs hat vorhin Bushido erwähnt. Da ist zum Beispiel auch die Frage, wie geht man mit so etwas um, mit dieser Preisverleihung und diesen Menschen. Ich finde den eigentlichen Skandal zum Beispiel, dass die ARD Jahr für Jahr
beste Sendezeit dafür hergibt, eine PR-Veranstaltung eines großen Verlages, der ihr noch nicht mal wohlgesonnen wird, ist, zu übertragen. So, oder dass die Stadt Wiesbaden zum Beispiel Geld dafür bezahlt, das habe ich auch zum Beispiel in noch keiner Zeitung gelesen, überhaupt diese Veranstaltung austragen zu dürfen, das muss man sich überlegen, ich glaube 300.000 Euro haben die bezahlt, um den Bambi zu veranstalten überhaupt. Das ist zum Beispiel ein Thema, das würde mich jetzt als Wiesbadener oder auch drumherum eigentlich schon... Ja, aber schreiben Sie es. Wir haben es zum Beispiel, wir haben es... So, ja, Wiesbaden ist meine Heimatstadt. Ja. Und dann nicht. Ich kann sagen, meine Heimatstadt war stolz drauf, dass mal wieder etwas los war, dass da wirkliche Stars waren. Ist ja ein bisschen ein Rentnerparadies geworden. Und so viel, ja, so stark umlagert war das noch nie, die Veranstaltungshalle. Da standen hunderte von Leuten da. Also das war ungewöhnlich für Wiesbaden. Ob das 300.000 Euro wert ist, das kann man natürlich bezweifeln. Vielleicht darf ich noch was ganz kurz zum Problem der Talkshows sagen. Das Problem war, die Studie war sicherlich brisant, aber die Empörung beim Publikum hielt sich in Grenzen. Eine Talkshow mehr, dafür Harald Schmidt weg. Also da war zumindest ein finanzieller Ausgleich. Und es war jetzt nicht als qualitativer Umschwung erkennbar, dass das wirklich eine Offensive ist. Insofern war vielleicht auch so ein bisschen der Wunsch hier der Vater der Gedanken, dass man kritisch hineingrätschen konnte, endlich, nachdem Christiansen weg war, nachdem Anne Will sozusagen die Sendeplatz räumen musste, mal grundsätzlicher zu sagen, wie organisiert die ARD politische Themen und die Doc-Filmer mit ins Boot holte dann in der Diskussion. Aber die Empörung beim Publikum ist ausgeblieben und auch die Akzeptanz, die ist ja auch eher so, dass man sagt, wir müssen noch abwarten. Also die Schonfrist, die ist ja noch da. Günter Jauch hat sich selber 10, 20, 30 Sendungen, glaube ich, war seine Wortwahl, verordnet und in dem aktuellen Interview bei DWDL, dem anderen Mediendienst im Internet, dem wichtigen, hat er ja auch heute oder gestern so ein bisschen reingucken lassen, dass er da auch noch weiter gedenkt, Schonfrist ja, zu verlangen. Also insofern muss man auch vielleicht auch ein bisschen langen Atem haben bei Medienthemen. Also ich habe auch manchmal den Eindruck, dass Otto Normal, Leser, Hörer, Zuschauer ohnehin viel medienkritischer ist, als wir im Allgemeinen unterstellen. Oder schlimmer noch für uns eigentlich, dass ihm das eigentlich auch, ich will jetzt nicht sagen, wurscht ist, was im Fernsehen läuft, sondern dass sie sich selber von so einem gewissen Qualitätsanspruch auch schon verabschiedet haben. Also ob jemand jetzt, glaube ich, Anne Will guckt oder am nächsten Tag oder vorher Günter Jauch oder... Das ist denen, glaube ich, irgendwann egal. Die haben nur so ein Unwohlsein, dass sie eben auch selber alle merken, es werden die wichtigen Themen nicht mehr verhandelt. Und ich glaube, die Diskussion müsste eigentlich darüber gehen, wie schaffen wir es, wenigstens einen Platz in einem wichtigen öffentlich-rechtlichen Sender zu finden, wo wirklich relevante Menschen über relevante Themen reden. Also ich würde reden. Wir können jetzt noch sehr lange über die ARD-Talksendungen reden, aber ich glaube, das ist eigentlich nicht das Ziel gewesen, sondern das Ziel ist ja eigentlich, dass wir sagen, wo steht der Medienjournalismus? Und wenn ich mir jetzt, wir reden jetzt, glaube ich, eine gute halbe Stunde, Sie anhöre, habe ich das Gefühl, Sie sind sehr zufrieden mit Ihrer Arbeit und sehr zufrieden mit dem, sagen wir mal, mit dem Stand des Medienjournalismus heute in Deutschland. Sehe ich das richtig? Also philosophisch betrachtet ist man ja nie zufrieden. Unter den Rahmenbedingungen, die ich habe, bin ich zufrieden. Ich kann natürlich klagen, aber das bringt mich dann letzten Endes, wenn ich es öffentlich mache, nicht weiter. Also hier ist es dann doch so, dass man mit kleinen Tricks arbeiten muss, um zufriedener zu werden. Aber was ich glaube, was wir hier alle unterschätzen, ist zum Beispiel, dass bereits Medienkritik stattfindet in den sogenannten sozialen Netzwerken. Jeder wird heutzutage zum Medienkritiker. Ich weiß nicht, es gibt hier einen einzigen, der twittert hier in dieser Runde. Herzlichen Glückwunsch. Aber wenn der Tatort läuft, wenn Anne Will läuft, wenn Günter Jauch läuft und so weiter, gibt es Tausende, die gleichzeitig ihre Kommentare posten. Und man erkennt darin ungefähr so im Schwarm der Intelligenz, liegt man richtig, liegt man nicht richtig, kann sich empören, findet seine Nischen. Und dadurch haben es natürlich auch die klassischen Medien etwas schwerer, wenn sie dann 3, 4, 5 Stunden oder manchmal einen Tag später mit Fachkritik versorgt werden. Also das im Blickpunkt zu haben, dass hier eine ganz andere kritische Kultur entsteht, macht den Medienjournalismus, ich sag mal, interessant, aber nicht einfacher. Aber ist das wirklich eine kritische Kultur oder bestätigen sich dann nicht die Leute wieder gegenseitig, dass sie das blöd oder gut finden? Das ist total... ausgewogen will ich nicht sagen, aber es gibt Pro und Contra. Selbst so ein Fußballspiel, was Bellaretti moderiert, wo eigentlich fast alle immer dagegen sind,
dieses Fußballspiel findet dann auch Fans von Bellariti. Aber also, verstehe ich Sie jetzt richtig, dann, wenn das ja schon stattfindet und der Bürger quasi medienkritischer ist, als wir so denken, können wir ihm das ja eigentlich auch gleich überlassen. Nee, was wir erzeugen müssen, ist Transparenz. Kritisch ist er in der Tat, er ist medienkompetenter, als wir denken, aber was wir ermöglichen müssen, ist tatsächlich unser Gebäude erstmal zu putzen, indem wir agieren. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, also auch die Süddeutsche Zeitung muss mehr in sich hineingucken lassen, also eine neue Art Transparenzkultur erzeugen, weil man damit auch die Glaubwürdigkeit für sein Produkt, ich glaube, es war These Nummer 10 oder 9, die Sie sagten. Richtig mitgeschrieben, ja. Das ist unheimlich wichtig. Und dann den Leuten erklären, ich glaube, das ist dann der zweite Schritt, also jetzt so die Welt erklären. Das finden die Leute komischerweise auch von selbst, irgendwo. Also diese tatsächliche Atomisierung, sie finden ihr Wissen, was sie suchen. Bloß wir müssen ihnen auch Gelegenheit geben, das dann richtig einzuordnen und transparent zu machen. Ja, und wissen Sie auch, was Sie suchen, ne? Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt immer einen, der besser ist als ich, bei jedem Thema. Ich kriege nämlich während der Sendung schon das Feedback und ich habe gelernt, demütiger zu sein und aber auch diese Kompetenz für mich zu nutzen. Also ich lasse mir jetzt nicht Themen vorschlagen, das finde ich zu billig, aber ich beziehe Hörer mit der sogenannten Schwarmintelligenz mittlerweile schon ein und lasse mir dann auch bestimmte Dinge erklären, die ich gar nicht weiß. Und also demütiger werden, transparenter werden, mehr Haltung zeigen, auch gegenüber den Chefs, das ist ganz wichtig, Themen durchsetzen, die unbedingt gemacht werden müssen, dann sind wir schon, glaube ich, ein Stück weiter. Herr Mayer, wie sehr brauchen Sie die Medienjournalisten aus überregionalen Zeitungen? Laut Umfragen unter Medienjournalisten ist es so, dass das die Hauptquelle ist für Themen. Die überregionalen Zeitungen. Die Medienjournalisten überregionaler Zeitung. Ja, na, es gehört zur Pflichtlektüre dazu. Also die Medienseiten der überregionalen Zeitung, das ist mal mehr, mal weniger wichtig. Es ist eine Informationsquelle neben anderen geworden mittlerweile. Also für uns sind ja Blogs aus dem In- und Ausland genauso interessant. Also um es mal schärfer zu formulieren, Herr Niggemeier hat auch Media unter anderem als Um- und Abschreibedienst bezeichnet. Ja, das ist sein persönliches Anliegen, das sozusagen. Natürlich gibt es bei uns Geschichten, die auf Pressemitteilungen basieren. Also das wäre ja unlogisch. Nee, ich meine von Kollegen quasi. Also dass sie auch von Kollegen. Na, das, oder anderen Blogs. Ja, was meinen Sie mit Abschreiben? Also dass man einfach die Meinungen der Kollegen übernimmt, die dort schreiben, oder was? Zum Beispiel, ja. Nee, Ich höre es lachen, wer möchte sich äußern? Sehe ich nicht so. Nein, natürlich nicht. Nee, aber da ist schon ein wichtiger Punkt jetzt angesprochen. Ich weiß, verstehen wir uns einfach falsch. Natürlich bei Media, ja. wenn, was weiß ich, Bertelsmann morgens die Pressemitteilung rausschickt über die Halbjahresbilanz, ist es 2,5 Sekunden später, Copy-Paste. Das ist ja auch erstmal eine Information. Das ist ja auch erstmal eine Information an die Leser. Ich glaube zumindest die Frage insofern zu verstehen, ob sozusagen die Medienjournalisten sich thematisch aus dem speisen, was die anderen Medienjournalisten, die anderen Kollegen schreiben. Da ist schon sehr viel Wahres dran, weil, und dann könnten wir den Medienjournalismus wirklich verbessern, nicht abschaffen, sondern besser machen, ist meines Erachtens die Lösung, den Kontakt in die Häuser rein. Das merke ich ja auch, wenn ich irgendwo anrufe oder mich mit den Leuten treffe, dass die herzlich wenig angerufen werden von Medienjournalisten. Also sprich, dass man Vorstände kennt, dass man die Geschäftsführer kennt, dass man die Chefredakteure kennenlernen, dass man weiß, wie die Häuser funktionieren, wie die Redaktionen funktionieren, rausgehen, nicht irgendwie warten, bis eine Pressemitteilung mich erreicht, sondern oder irgendein Artikel es abzuschreiben gilt oder auch das Thema aufzugreifen gilt, sondern selbst Themen setzen, indem man rausgeht, die Leute kennenlernt und darüber dann schreibt. Das sollte sehr viel mehr gemacht werden, in der Tat, ja. Ja. Also ich meine, ich bin seit 10 Jahren Medienjournalist. Es ist natürlich vollkommen richtig, was Ulrike Simon gesagt hat. Man kann das nur richtig machen, wenn man sich die Zeit nimmt und rausgeht und die Leute kennenlernt. Das stimmt. Und es gibt natürlich im Online-Journalismus das Problem, dass ein ständiger Newsflow generiert werden muss. Da kommen manche Kollegen gar nicht mehr dazu, rauszugehen. Diese Freiräume müssen aber geschaffen werden und das muss jede Redaktion für sich irgendwie hinkriegen und das sehe ich schon auch als ein ständiges Verbesserungspotenzial, weil das ist
Es ist ja nicht so, dass diese 20 Punkte hier einfach sozusagen verhallen sollten. Da ist ja vieles von vollkommen richtig. Also ich finde es auch, also als Sie eben gefragt haben, sind wir jetzt alle glücklich und zufrieden? Ich glaube, wir fühlen uns jetzt weder als zahnlose Tiger noch als einsame Rufer. Also wir sind, glaube ich, mit unserem Job alle relativ zufrieden, weil das einfach ein spannendes Feld ist. Aber das heißt ja nicht, dass wir jeden Abend nach Hause gehen und sagen, Mensch, da haben wir ja mal wieder was Tolles gemacht. Also aber was wollen Sie denn zum Beispiel mit Media erreichen? Jetzt mal, ich meinte jetzt nicht wirtschaftlich. Was wäre denn quasi, wenn wir das als idealistisches Ziel nehmen? Als idealistisches Ziel? Ja, als, ich will jetzt nicht hören, dass Sie 30.000 Klicks pro Stunde haben wollen, sondern tatsächlich, was soll das bringen? Warum? Naja, wir haben halt gesagt, es gibt offenbar auch aufgrund der Themen, die angesprochen sind, Defizite in der Medienberichterstattung. Also Medien interessieren sich, viele Leute interessieren sich für Medien. Es wird auch vor allem über neue Entwicklungen im Internet, Herr Wagner hat es eben angesprochen, Social Media und so weiter, die Verbindung da zum Journalismus. Also es werden viele Themen von den klassischen Medien nicht aufgegriffen oder nur sehr zögerlich, das ist alles im Kommen, da gab es eine Lücke und das wird angenommen und das würde uns natürlich freuen, wenn wir zu einem der relevanten Angebote werden, an die man sich wendet, wenn man etwas über die Medienbranche und auch vor allem über diesen Transformationsprozess von Print oder TV, online, digital wird. Ja. Frau Simon, sehen Sie in den Angeboten, die zum Beispiel Media oder auch Turi oder so gibt oder eben auch viele Blogs, ein gutes Zusatzangebot zu den klassischen Medien oder sehen Sie da auch eine Gefahr drin? Also ich lese Media und Turi, gucke mir die Seiten an, einfach nur um zu gucken, habe ich irgendwas verpasst. Also Turi ist ja beispielsweise auch eine reine Linksammlung. Da gucke ich schlicht und ergreifend nur, gibt es irgendwo ein Medium, wo ein Artikel, in dem ein Artikel stand, den ich nicht gelesen habe? Gibt es da noch einen Aspekt, der für mich jetzt interessant ist? Nur so, als so ein Instrument nutze ich das. Also hinter Media steht ja Dirk Mantei, kann man ja hier sagen, ist der Verleger, der Geldgeber, glaube ich meistens in Malibu, aber das ist hier sein Anliegen. Dirk Mantei war einmal, man kann sagen, vorbildlich für Medienjournalismus. Er hatte ein Magazin in den 80er Jahren, das hieß Neue Medien und da hat er genau das geleistet, worüber wir heute hier jetzt eine Stunde oder 30, 40 Minuten reden, für Transparenz sorgen, Strukturen aufzeigen. Der hat sich mit seiner Redaktion im Detail darum gekümmert, wie solche Medienkonzerne gebaut sind. Der ist auf die Idee gekommen, sich eine Springer-Aktie zu besorgen und dann teilzunehmen damals an diesen ganzen Kircheroberungsgeschichten und als Aktionär dann Einblick in das Aktionärsbuch zu haben und hat dann andauernd die ganzen Tarnfirmen, unter denen Kirch damals unterwegs waren, aufgedeckt. So, diese Haltung, diesen Ansatz, davon braucht man etwas und das ist ein bisschen verloren gegangen. Das kann jetzt Media vielleicht nicht so im Einzelnen leisten. Solche Dienste sind dazu da, während des Tages auch schnelle Informationen zu geben, das ist ein bisschen Ticker, ja. Aber von dem anderen, Hintergrund, Aufklärung, Transparenz, das ist, glaube ich, der Job von Printmedien in Zukunft, wenn sie überleben wollen. Das ist ihr Zusatzwert. Und darum müssen Sie sich kümmern. Diese ganzen diese schnelle Berichterstattung, das ist im Netz, das ist die Funktion hier. Herr Wagner, Sie sagten ja auch gerade, dass sich viel Medienkritik schon im Internet abspielt. Ich habe gestern mal zum Beispiel in so diversen, also auch schon öfter, aber auch gestern noch mal konzentriert in Vorbereitung für heute, in so diversen Blogs, Medienblogs, gibt es ja sehr viele, rumgesurft. Ist Ihr Gefühl, dass das ein gutes, sagen wir mal, ein Zusatzangebot ist oder sehen Sie da auch Probleme? Also die Diskussionskultur ist im Argen, das muss man wirklich so sagen. Also da könnte die Gesellschaft, sagen wir mal, noch ein bisschen Erziehung gebrauchen, sich in einer digitalen Welt genauso zu verhalten wie in einer analogen. Aber ich glaube, da wird zumindest etwas bedient, was die klassischen Medien nicht so schnell bedienen können, nämlich die Sofortkommunikation. Und das darf man nicht unterschätzen. Also ich will jetzt nicht wirklich am Dienstag irgendwo in der Zeitung lesen, wie der Tatort war. Man kann das natürlich
umgehen als Printjournalist, indem man vielleicht sich eine DVD vorher schicken lässt oder so. Aber für den Redaktionsschluss am Montag ist es meist zu spät. Für die Online-Ausgabe geht es gerade noch so. Aber diese Echtzeitkommunikation stillt ein erstes Bedürfnis nach kritischer Einschätzung und teilweise so originell, dass man das Gefühl hat, dass Leute, die Kritiken schreiben, sich aus dem Internet auch bestimmter Floskeln bedienen. Also ich lese sie dann zumindest öfter mal fast identisch wieder. Jüngstes Beispiel jetzt hier mit zu Gutenberg ist nun kein Medienthema im eigentlichen Sinne, obwohl hier das Buch, das Comeback-Buch erwähnt wurde, da schrieb jemand, zu Gutenberg will ein Buch schreiben, mit wem? Also Thema Ghostwriter, wo man innerhalb noch nicht mal 140 Zeichen schon eine pointierte Antwort bekommen hat auf diese Nachricht. Und da brauche ich dann tatsächlich nicht anderthalb Tage später einen Kommentar. Ich glaube, dass wir das alle nicht unterschätzen dürfen, dass diese Vernetzung der Gesellschaft so weitergeht, dass wir nicht mehr sagen können, da ist irgendwo das Meer, das Internet, die Perlen werden dort mal rausgefischt, sondern das Internet ist eine Parallelgesellschaft, die findet so unsichtbar statt wie Radioaktivität oder wie die Luft. Sie ist in uns und wir müssen einfach begreifen lernen, dass das nicht zwei Welten sind, sondern dass die virtuelle Welt real ist. Ich nutze das durchaus auch als Anregung etc. und ich finde das sehr bereichernd. Mhm. Nur finde ich, dass sowieso schon zu viel gelabert wird, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und auch viel zu schnell über Dinge geredet, geschrieben, die man vielleicht noch gar nicht durchdacht hat. Also so, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ich hatte gehofft, dass irgendjemand von Ihnen das sagt, dann werde ich jetzt mal in die Bresche springen. Also mein Eindruck zum Beispiel ist, und das kann man natürlich nicht verallgemeinern, aber die Gefahr, die natürlich da auch besteht, wenn man sich quasi sagt, Mensch, da geben wir ganz viel ins Internet ab, ist, dass du natürlich viele Blog-Einträge hast, die auch nicht mehr den klassischen Regeln des Journalismus folgen. Also sprich, ja, es gibt keine Recherche und keine Beweisführung. Also was ich gestern nur mal so im Drüberfliegen über diverse Blog-Einträge an Behauptungen und Verleumdungen gegen diverse, meinetwegen Fernsehsendungen oder andere Verlage gelesen habe, da dachte ich nur, na holla, die Waldfee, hoffentlich klagen die nicht. Aber das findet man genauso in Printprodukten. Ich könnte Ihnen auch, allein was Bildblog.de in der Bildzeitung findet jeden Tag, ist nur weil es gedruckt ist, ist es nicht glaubwürdiger. Nee, also diesen Shitstorm, ich habe es zum Beispiel bei Radio 1 jetzt ja auch miterlebt, was da bei Facebook diskutiert wurde, wegen der einzelnen Programmreformen bei Radio 1. Also die Art, wie die Leute kommunizieren im Netz, ist schon unter jeglicher Kürze. Stammtischniveau, ja, aber das ist Stammtischniveau und auch nicht gerade von Kenntnis gezeichnet. Und dann damit kommen wir dann wieder zum Thema, warum braucht es Medienjournalisten? Es ist ja auch so, dass jeder, der Fußball gucken kann, glaubt, er sei der bessere Nationaltrainer. Deshalb, weil ich Fernsehen gucken kann und vielleicht auch noch bei Facebook was posten kann, heißt es noch lange nicht, dass ich in irgendeiner Form Ahnung habe von Medien. Deshalb brauchen wir auch eigene Medienseiten. Wenn es keinen festen täglichen Platz gibt, wo auf dem Journalisten die Ahnung haben vom Mediengeschäft, die wissen, wie die Anzeigen in der Zeitschrift kommen, die wissen, wonach Mediaagenturen überhaupt entscheiden, wo sie werben, die all diese Techniken auch kennen, worum es da geht. Wenn es die nicht gibt und diese Journalisten das auch nicht kontinuierlich beobachten, um mitzukriegen, wo gerade was passiert, dann kann man es vergessen. Also wenn ich natürlich können auf der Wirtschaft, in der Politik überall Medienthemen stattfinden. Aber wenn dann plötzlich ein Journalist kommt und sagt, okay, heute schreibe ich über diesen jenes Thema in der Wirtschaft und sich nur punktuell damit beschäftigt, dann ist das kein fundierter Medienjournalismus. Und dasselbe gilt fürs Netz. Also jetzt nicht überbewerten, wenn da einer während des Tatorts twittert, heißt das nicht, dass da Medienjournalismus betrieben wird? Nein, ich will nur sagen, dass damit das erste Bedürfnis nach einer kritischen Reflexion gestillt wird, sodass man dann zwei Tage später als normaler Nutzer der Seite den Verleger bestätigt, der sagt, die Medienseite wird schlecht reflektiert und sie deswegen abschaltet. Also ich glaube, dass das Medienjournalismus in der Tat wegkommen muss von der Ersteinschätzung eines Phänomens, sondern langfristige Recherche, Fakten liefern, gerade bei Ken Jebsen ist zum Beispiel, was ist denn eigentlich Antisemitismus und wodurch unterscheidet er sich von Israel-Kritik? Das ist zum Beispiel ein Problem. Oder ist er nicht nur irre? Aber ja, also so eine Sachen sind wichtig. Herr Jacobs, aber genau da, ich merke ja so, es gibt dann schon einen
Konkurrenz immer noch, warum man sagt, okay, der gute Medienjournalismus ist quasi noch in den alten, in den Blättern oder im Fernsehen oder im Radio meinetwegen und online macht irgendwie so noch was dazu. Ist das eine zu alte Sichtweise? Müssten quasi die, die alten Medien, die traditionellen Medien sich viel mehr diesem Bedürfnis auch annähern? Also wenn man sagt, man will jetzt schnell eine Fernsehsendung kritisieren, müssen sich da nicht die alten Medien auch mehr drauf einlassen? Also man muss natürlich den Zeittakt genau beachten. Ich glaube nicht, dass viele Programmseiten noch nachträglich Fernsehkritiken bringen, sondern die machen das, wenn vorher, weisen auf ein Ereignis hin, machen darauf neugierig und dann müssen sie auch ihre Fachkompetenz einbringen. Es muss ja zu etwas gut sein, wenn man jahrelang sich damit beschäftigt hat, wie Filme beispielsweise entstehen, wie Drehbücher geschrieben werden, wie Regisseure das Licht setzen. Das erwartet man von Medienjournalisten, dass sie das dann in ihre Berichterstattung einbringen lassen. Aber die Aktualität ist online und natürlich muss ein Verlag dann auch das organisieren, wie er mit Blogs und dem Social-Media-Umfeld umgeht. Da muss man in Kommunikation treten, da muss man Dialog haben, man kann sich auch inspirieren lassen. Aber die Arbeit kann man sich nicht abnehmen lassen, sondern man muss gerade das als Aufforderung betrachten, seinem Job nachzugehen, zu recherchieren, seine Kompetenz zu beweisen, eigene Themen setzen. Und das ist, glaube ich, ich meine, wir haben ja auch alle, die Verlage haben ja auch alle eigene Online-Seiten. Da können sie das ja beweisen, wie es geht. Da sehe ich zu wenig. Natürlich über eine Talkshow oder was abends passiert ist, würde ich dann in der Online-Ausgabe, das passiert ja auch, dann eine Kritik erwarten. Und so muss man dann permanent eigentlich im Dialog stehen, über den ganzen Tag hinweg. Ja, auch so, dass man durchaus, also mal positiv gewendet sagen kann, dass Online-Medien auch umgekehrt eine Rückstrahlung haben auf die klassischen Medien, also dass es da einen Austausch gibt, dass auch insgesamt das Ressort Medien weiter relevant bleibt. Also ich sehe da jetzt auch gar nicht so ein Widerpart oder da wird nichts möglicherweise oder hoffentlich nicht abgelöst, sondern das ist eine Ergänzung. Wir hatten zum Beispiel eine Reihe, da haben wir gefragt, viele Macher aus der Branche, wozu Journalismus? Wie verändert sich das Gewerbe? Worauf kommt es an? Das hätten wir im Print ja nie machen können. Und weil da gibt es natürlich eine Begrenzung. Die Seite ist zu Ende, man hat dann 200 Zeilen. Online konnte man sich da wunderbar ausdrücken, das, was einem einfällt. Und das haben die einzelnen Beiträge dann auch gemacht. Es ist ein Buch draus geworden. Und so muss man die verschiedenen Medien nutzen mit ihren Möglichkeiten. Aber es ist doch tatsächlich so, mal nachgefragt, dass ja auch diese relevanten Themen im digitalen Bereich ja fast alle immer im Wirtschaftsteil gemacht werden. Selbst bei Zeitungen, die eine Medienseite haben. Sehe ich das richtig? Nee, es gibt Netzspiegel. Also ihr habt eine Kolumne natürlich. Nee, es gibt auch eine eigene Netzwelt. Ja. Beim Tagesspiegel gibt es einen Netzspiegel. Aber viel greifen sich die Wirtschaftsredakteure natürlich auch die Google- und Facebook-Zahlen und alles, was damit zusammenhängt. Also er will damit sagen, das ist doch schön, wenn es auch einen Wettstreit innerhalb der Redaktion gibt, darum, wer darf denn die Medienthemen machen? Ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt so alles so verfemt ist und dass man da so einsam in der Ecke rumhockt. Ich würde gerne jetzt zum Schluss noch einen Ausblick wagen oder ein kurzes Statement von Ihnen abverlangen. Frau Simon, können Sie mir kurz sagen, warum oder was ist außergewöhnlich an einer Medienseite? Warum ist die wichtig? Wichtig ist sie deshalb, weil wir Medien zu Recht beanspruchen, andere Institutionen, die Politik, die Regierung zu kontrollieren. Und irgendeiner muss auch die Medien kontrollieren. Und wer soll es machen, wenn es wir nicht machen? Das heißt, es ist eine Form von Wächterfunktion, die wir auf den Medienseiten einnehmen, der Kontrolle, der Hygiene, indem wir auch auf eigene Verfehlungen aufmerksam machen. Herr Wagner, brauchen wir Medienjournalismus mehr denn je? Ja, weil er gerade dabei ist, instrumentalisiert zu werden im klassischen Kampf zwischen Print und Öffentlich-Rechtlichen und Privat. Spannen viele oder erliegen der Versuchung, ihre eigenen Medienjournalisten einzuspannen und sich dagegen zu wehren, Haltung zu zeigen und tatsächlich Medienjournalismus und nicht Medien-PR zu machen, ist ganz wichtig. Und um die Mündigkeit der Bürger zu erhöhen, damit sie auch das Ganze durchschauen, warum eine Rundfunkgebührenerhöhung ausgesetzt wird, obwohl vom Gegenteil zu lesen ist. Also da geht zumindest meine ganze Energie rein, die privilegierten Informationen, die ich habe, an meine Hörer weiterzureichen.
Frau Beetz, warum sollten wir eine Medienseite oder Medienjournalismus nicht abschaffen? Weil es ein Thema ist, das sich mit den Grundfesten unserer Demokratie beschäftigt. Ganz einfach. Und was nicht in den Medien vorkommt, existiert nicht. Das hat Berlusconi schon festgestellt. Die Folgen sind bekannt. Also insofern muss man das immer wieder reflektieren, sich überlegen, warum kommt das nicht? Und warum hat die PR, über die haben wir überhaupt noch nicht gesprochen, so einen Einfluss auf die Gesetzgebung, auf den Journalismus allgemein? Herr Mayer, ist die Zukunft des Medienjournalismus online? Ich glaube, zu großen Teilen ja. Dann wäre die Quintessenz, Herr Jakobs, Medienseiten richtig machen oder sein lassen. Das sind 21. These wäre das, Quintessenz. Ja, es ist online. Ich hoffe, dass es weiter Medienseiten gibt, in der Süddeutschen natürlich, und aber die in der Berliner Zeitung und der Frankfurter. Aber irgendwas müsst ihr online ja dann schreiben. Da müssen wir was drüber schreiben, und ich glaube aber, dass ein Großteil der Medienberichterstattung, weil sich die medieninteressierten Menschen vor allem im Internet auch bewegen, vor allem auch im Internet stattfinden wird. Herr Jakob, Sie hatten vorhin gesagt, entweder gescheit machen oder sein lassen. Was ist Ihre Prognose für die Zukunft? Werden die meisten Zeitungen eher sein lassen? Das hängt nicht von mir ab. Die Gefahr ist groß. Bin ein bisschen erschrocken jetzt, weil hier privilegierte Informationen und so weiter, was Sie gesagt haben, das klingt so schrecklich nach Kampf, als sei hier Medienmanipulation im Gange zwischen Print und öffentlich-rechtlich. Es geht doch um Qualitätsjournalismus in einer sich rasant veränderten Zeit. Und da müssen sich doch alle zusammentun, die den Qualitätsjournalismus hochhalten. Es gibt ja auch zahlreiche gemeinsame Aktionen und Kooperationen. Ich glaube, das muss man eher ausbauen. Und die Verleger müssen, glaube ich, mal begreifen, dass das Bundesverfassungsgericht aus guten Gründen klare Akzente gesetzt hat, was ARD und ZDF im Netz dürfen und müssen, das einmal auch dann akzeptieren. Eine ganz andere Frage ist, was zukünftig, das habe ich auch versucht zu sagen, mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag verbunden ist und inwieweit die Politik da eine Rolle spielt. Da muss es eine neue Definition geben. Und dies zu begleiten, wäre auch eine Aufgabe des Medienjournalismus, und zwar eines neutral-kritischen. Meine Damen, meine Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Runde. Ihnen danke ich sehr herzlich fürs Zuhören. Und ich sollte Sie noch bitten, den Saal zügig zu räumen, weil hier dann schnell umgebaut werden muss für die heutige Preisverleihung, die ja schon bald stattfindet. Solange stärken Sie sich noch. Bis dahin. Danke sehr.